Wir sind hier im Seminarraum vom Adelhaus. Das ist gleichzeitig der Showroom unseres Peisty-Gong-Centers. Wir haben hier im Durchschnitt 20 bis 25 verschiedene Gongs. Und wenn du an diesen Ausbildungsmodulen teilnehmen möchtest, dann spielst du all diese Gongs und lernst sie kennen in ihren Unterschiedlichkeiten, in ihren verschiedenen Charakteren. Und du erforschst, welche Gongs mit dir resonieren. Gongspiel ist für mich wichtig, denn es bringt die Dinge in den Fluss. Es bringt die Dinge in den Fluss auf körperlicher Ebene, auf emotionaler, auf geistiger Ebene. Das geschieht natürlich durch die Qualität des Gongklangs, die diese Frequenzen durchdringen, Körper, feinstoffliche, grobstoffliche Körper und leere Räume und klären dort, ordnen, reinigen und resonieren mit dem, was dort vorzufinden ist. Sie resonieren mit den körperlichen Organen, mit den Zellen, genauso mit dem, was nicht sichtbar ist, mit dem, was wir spüren, vielleicht nur vermuten. Ja, und das macht Freude. Es macht Freude, in dieses Feld hineinzugehen und sich im Klang auszudrücken. Das ist, warum ich Gong spiele und das ist, was ich in meiner Ausbildung teilen oder mitteilen und anbieten möchte. Für meinen Ausbildungskurs, der Weg des authentischen Gongspielers, sind keine Vorkenntnisse nötig. Jeder Mensch ist willkommen, der sich angezogen fühlt von der Kraft und von der Feinheit der Gongs. Und jeder Mensch bringt seine eigenen angeborenen oder erworbenen Fähigkeiten mit. Und von dort aus beginnen wir das Feld der Gongfrequenzen und seine Wirkung auf uns zu erforschen. Dafür habe ich eigens Übungen entwickelt, die dich mit deiner ureigenen Lebenskraft in Verbindung bringen, sodass du sie leicht und freudvoll zum Ausdruck bringen kannst. Im Feld der Gongs experimentieren wir nicht nur mit den Gongs. Auch unsere Stimme geht damit in Resonanz und ist wichtig und zeigt uns, wie wir leben und wie wir bestimmt sind oder selbst bestimmen. Dazu kommt unsere Bewegung während des Gongspiels. Den Bewegungsimpulsen zu folgen, ist Ausdruck deiner eigenen Persönlichkeit. Für mich ist es wichtig, dass meine Teilnehmer ihren ganz eigenen Zugang zu diesen kraftvollen Instrumenten wagen und finden. Du entwickelst dich in diesem Feld der Gongs. Du entfaltest deine Persönlichkeit und findest deine Ausdruckskraft, die zu deinen Talenten, deinem Wesen und deinen Erfahrungen passt. Und das ist echt und das ist wahrhaftig. Und da geht's lang. Meine Gong-Ausbildung, der Weg zum authentischen Gongspieler, besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Modulen. Wir treffen uns zum ersten Modul, um grundsätzliche Herangehensweisen ans Gongspielen zu erforschen, um erprobte Spieltechniken zu erlernen und vor allen Dingen, um intuitiv zu spielen. Um selbst, ich möchte, dass du deine Erfahrungen machst, wie spiele ich? Was tut mir gut? Wie tut mir Spielen gut? Warum tut mir Gongspielen gut? Und das ist eine wichtige Erfahrung, denn nur wenn du deine eigenen Erlebnisse im Klang der Gongs hast, kannst du sie authentisch und sicher anderen Menschen anbieten. Und das ist das zweite Modul. Wenn wir uns zum zweiten Mal treffen, dann gehen wir genau in das Thema hinein, wie biete ich anderen Menschen Erholung und Genesung im Feld der Gongs an. Es ist ein sehr interessantes Thema und wir werden auch darauf viel Zeit verwenden. Ja, und Höhepunkt des zweiten Moduls ist eine gemeinsam gestaltete Gongnacht. Alle Teilnehmer gemeinsam werden diese Nacht gemeinsam spielen und das ist eine sehr nachhaltige Erfahrung, die ich nicht missen möchte, die sehr erhebend und inspirierend ist. Und ja, die Ausbildung endet mit der Übergabe eines Zertifikats.
Und ich freue mich auf euch. Ja, hier im Seminarhaus Adelhaus, das ich gemeinsam mit meinem Mann Thomas Adel vor ein paar Jahren gegründet habe, findet die Ausbildung statt und auch andere Kurse, andere Grundkurse von mir. Wir bieten hervorragende vegetarische Küche, eine ganz individuelle, persönliche Atmosphäre. Und es ist ein sehr, sehr schöner Ort in der Natur, der Platz und Raum für Rückzug und auch Innenschau bietet. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Gäste seid. Was nehmen meine Teilnehmer aus dieser Gong-Ausbildung mit nach Hause? Du nimmst die Sicherheit in dein eigenes Tun und Wirken in der Anwendung der Gongs mit und die Freude in deinem ureigenen Wesen und deinem Ausdruck im Gongklang. Du hast deine Intuition, das Vertrauen in deine Kraft gestärkt. Du weißt, wie du diese Instrumente für dich und andere nutzen kannst. Und auf diese Erfahrung kannst du jederzeit und unter allen Umständen zugreifen und sie für dich weiterentwickeln und teilen.